Die Ausstellung Eigensinn im Museum für Kunst und Gewerbe zeigt die Werke verschiedenster Künstlerinnen und ihre individuellen Stile. In der Ausstellung sieht man natürlich die Künstlerinnen der GEDOG und ich finde das hochgradig spannend, wie diese ganzen Künstlerinnen wirklich trotz widriger Umstände für ihre Kunst eingestanden sind. Die GEDOG ist ein Verband, der Künstlerinnen fördert. Früher war die Kunst von Männern dominiert, doch die Frauen trotzten den Konventionen. So behaupteten sie sich als erfolgreiche Künstlerinnen. Die Künstlerinnen bleiben schon so mehr so im Figürlichen, würde ich sagen, verhaftet. Und die einzige, die noch den Schritt in die Abstraktion geht, das ist die russische Künstlerin Alexandra Povorina. Povorinas Werk Eigensinn verleiht der Ausstellung ihren Namen. Im angewandten Bereich gab es in den 20er Jahren viele Keramikerinnen. Das habe ich sozusagen noch ergänzt, weil ich das sehr, sehr spannend finde, wenn man sich auch da in die Biografien der einzelnen Künstlerinnen reinversenkt. Anders als die Bilder war die Keramik damals für die Künstlerinnen die wichtigste Einnahmequelle. Ein Ausstellungsstück von Anita Reh zeigt einen weiteren kreativen Weg. Anita Reh hat sich dann nach Sylt zurückgezogen in den 30er Jahren, als die Nazis an die Herrschaft kamen und hat dann die Miete und andere Dinge dadurch bezahlt, dass sie Fensterrahmen, Türrahmen, Schränke etc. bemalt hat. Die Werke der eigensinnigen Künstlerin sind noch bis zum 1. Oktober 2017 im Museum für Kunst und Gewerbe zu sehen.